So Leute, willkommen zu diesem Video und ja, heute in diesem Video geht es noch einmal um die Android-Version von Fortnite und ich werde euch heute ein paar Informationen geben, die ihr wahrscheinlich noch nicht gehört habt. Deshalb bleibt auf jeden Fall mal bis zum Ende am Start, lasst dem Video auch gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt rund um Fortnite Battle Royale und demnächst wahrscheinlich auch Rette die Welt, dann Leute, lasst einfach mal ein Abo da und aktiviert die Glocke, denn dann Leute, werdet ihr immer schön benachrichtigt, wenn ich ein Video hochlade. Natürlich, Leute, ihr kennt die YouTube-Glocke, manchmal klappt die auch nicht so, aber im Großen und Ganzen werdet ihr dann schon gut informiert. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Video. Let's go! Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Bevor wir jetzt aber anfangen mit dem eigentlichen Thema des Videos, ich habe zurzeit noch ein richtig heftiges V-Bucks-Gewinnspiel auf meinem Kanal, wo ich 60.000 V-Bucks an euch verlose. Die Regeln, um die V-Bucks zu gewinnen, sind sehr einfach und ihr müsst nicht viel machen. Zuerst solltet ihr Abonnent des Kanals sein, das Video liken und auch gerne das Video und den ganzen Kanal mit euren Freunden teilen. Das ganze Gewinnspiel wird dann bei 20.000 Abonnenten aufgelöst und ich wünsche euch allen viel Glück. Kommen wir jetzt aber mal zum eigentlichen Thema des Videos und zwar soll es ja heute nochmal kurz und knackig um die Android-Version von Fortnite gehen. Und zwar habe ich ja schon einige Videos zu dieser Version gemacht, aber heute habe ich nochmal ein paar sehr, sehr nützliche Informationen für euch, die ihr vielleicht auch noch nicht kennt. Ihr solltet aber erstmal wissen, dass es heute nicht um den Release der Version geht. Dazu habe ich nämlich schon mal ein paar Videos gemacht und ich empfehle euch auch, wenn ihr meine anderen Fortnite auf Android-Videos nicht gesehen habt, schaut sie euch unbedingt an, weil ich da sehr viele andere Informationen gegeben habe, die ich heute nicht nochmal wiederhole. Und dafür solltet ihr einfach mal die anderen Videos angucken. Schaut auf jeden Fall mal auf meinem Kanal vorbei. Aber Leute, heute geht es mal darum, was braucht ihr eigentlich für ein System, um die Android-Version von Fortnite zu spielen. Ich werde euch dazu die Seite, wo ich das Ganze gefunden habe, verlinken. Dann könnt ihr euch das Ganze mal ganz genau angucken. Und ich habe jetzt nämlich auch keinen Bock, das Ganze alles vorzulesen. Unter anderem, wenn ihr auf der Seite seid, könnt ihr euch dann per E-Mail da registrieren. Und dann kriegt ihr eine E-Mail, sobald die Android-Version draußen ist. Das heißt, es ist wirklich wichtig für die Leute, die unbedingt als erstes diese Version spielen wollen, weil dann, Leute, geht auf die Seite, registriert euch da. Das ist kein Product Placement oder so, Leute. Das ist einfach nur, wenn ihr Informationen dazu haben wollt, registriert ihr euch da, Leute, dann kriegt ihr sofort eine E-Mail, wenn die Version draußen ist. Ich habe halt auch keine Lust, jetzt jedes einzelne Handy, was auf der Liste steht, aufzuzählen, da es erstens ziemlich langweilig werden wird für euch und zweitens ziemlich nervig für mich. Daher, wenn es euch interessiert, schaut einfach mal selbst auf der Seite vorbei, macht euch ein eigenes Bild von der Seite und jetzt möchte ich noch was anmerken. Und zwar könnte es sein, dass hier noch ein paar Handys nicht aufgelistet sind. Das ist aber jetzt wirklich nicht ein Grund rumzuhaten, Leute. Ich finde trotzdem, die Seite ist ziemlich ausführlich. Aber die finale Liste kann man halt erst raushauen, wenn Fortnite Mobile für Android verfügbar ist. Dann hat man nämlich die Systemanforderungen und kann schauen, welche Geräte schaffen es und welche nicht. Trotzdem möchte ich euch jetzt einmal die Namen der Marken nennen, die hier auf der Liste aufgelistet wurden. Und zwar sind das einmal Samsung, Huawei, Sony, Razer, Motorola, Nokia, LG und Google. Wie gesagt, es könnte sein, dass da noch ein paar Geräte zugefügt werden, aber wenn ihr euch ein genaueres Bild machen wollt, dann schaut auf der Seite einfach mal selbst vorbei. Sonst bleibt noch zu sagen, dass wir uns immer noch ein bisschen gedulden müssen, aber ich kann euch versichern, wenn wir die Version haben, werden wir mega Spaß haben und es wird mega cool. Aber das Problem ist halt, Leute, was ihr verstehen müsst, auf iOS ist das Ganze ein bisschen einfacher, das mit den Servern hinzubekommen und auch da gibt es halt ein bisschen Probleme mit den Servern. Aber auf Android, Leute, ist es halt noch ein bisschen schwerer, weil halt sehr viele Leute und viel mehr Leute auf Android spielen als auf iOS und das ist das Ding, was halt die meisten nicht verstehen und deshalb dauert das mit der Android-Version einfach ein bisschen länger. Aber falls wirklich die Version draußen ist, dann werde ich euch dazu ein Video hochladen, Leute, und dann könnt ihr auf jeden Fall das Ganze direkt runterladen. Und wenn ihr halt ohne Video direkt benachrichtigt werden wollt, dann schaut auf der Seite vorbei, registriert euch da, ist alles da verlinkt, Leute. Und jetzt würde ich erstmal sagen, ich bin erstmal raus, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, haut rein, ich bin raus und ciao, Leute.